Ja, in der vergangenen Saison hatte Corona dem SC Hessen Dreieich noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt soll es aber endlich klappen mit der Rückkehr in die Regionalliga. Das Besondere dabei, in der kommenden Spielzeit, die Hessenliga wurde in zwei Gruppen aufgeteilt. Die jeweils Besten qualifizieren sich dann für die Aufstiegsrunde Richtung vierte Liga. Zwei Wochen vor dem Saisonauftakt testet Dreieich nochmal gegen Schott Mainz, ein echter Härtetest mit dem Regionalligisten. Nach verhaltenem Beginn setzen dann die in blau gekleideten Mainzer das erste Ausrufezeichen. Nils Lischek prüft ein erstes Mal Pero Miletic. Abgesehen von der deutlichen Niederlage gegen Wormatia Worms hat Dreieich jedes Testspiel gewonnen in der Vorbereitung. Und auch heute soll das so bleiben. Erste Möglichkeit für Zubay Amiri. Aber auch Tim Bjarne Hansen ist direkt hellwach. Die Gastgeber erarbeiten sich im Laufe dieses ersten Durchgangs zwar ein optisches Übergewicht, gefährlicher wird es jedoch bei den Mainzern. Viel Platz auf der linken Seite für Niklas Schlosser und in der Mitte Lischek, der Regionalligist führt. Und das ist auch wirklich schön herausgespielt, auch wenn Schlosser da sehr viel Zeit zum Flanken hat. So genau muss der dann erstmal kommen. Und der TSV legt jetzt richtig los. Nur 4 Minuten später die Hereingabe wieder für Lischek. Aber diesmal kann Miletic den Einschlag verhindern. Nichtsdestotrotz, die Gäste übernehmen jetzt hier die Spielkontrolle. Klasse Zuspiel in den Lauf von Ripplinger. Miletic pariert, dann aber nochmal die Gelegenheit für Niklas Schlosser. Das muss dann schon fast das 0:2 sein. Kurz vor der Pause auch Dreieich nochmal im Vorwärtsgang und die Möglichkeit für Björn Schnitzer. Schöne Flugeinlage von Hansen, der damit auch die knappe Pausenführung festhält. Tana Jalcin sieht bislang einen engagierten Auftritt seiner Mannschaft. Den einzigen Treffer bisher erzielte jedoch Nils Lischek. Der zweite Durchgang beginnt dann mit einer Slapstick-Einlage von Hansen. Dadurch freie Bahn für Schnitzer, aber irgendwie bekommen die Mainzer den noch geklärt. Es ist ein kurioser Beginn in diese zweiten 45 Minuten. Und Dreieich macht jetzt richtig Dampf. Klasse Schutztechnik vom Ladenovic. Aber wieder ist Hansen zur Stelle. Die Mainzer schaffen es in dieser Phase fast gar nicht für Entlastung zu sorgen. Stattdessen rollt ein Angriff nach dem anderen auf das eigene Tor zu. Handspiel reklamiert, aber der Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Die Szene ist noch nicht beendet. Nochmal die Gelegenheit für Wachs und im zweiten Versuch ist er dann drin. Und dieser Ausgleichstreffer geht auch absolut in Ordnung. Schon zuvor kann der Unparteiische auf den Punkt zeigen. Marc Wachs ist das gänzlich egal. Das 1:1 nach fast einer Stunde. In der Folge flacht das Spielgeschehen etwas ab und die Mainzer gewinnen wieder mehr an Spielkontrolle. Flanke auf Ripplinger, der Pfosten im Weg und dann der eingewechselte Steinbrecher mit der Parade. Glück für Dreieich in dieser Szene. Wir springen in die 88. Minute. Der Regionalligist wagt sich ein letztes Mal nach vorne. Der eingewechselte Auletta sieht am langen Pfosten Ripplinger und dann ist es passiert. Der Torjäger vom Dienst, der Mann mit der Nummer 9, mit dem Siegtreffer kurz vor dem Ende, weil die Abwehr von Dreieich nicht mehr wirklich auf der Höhe ist. Somit gewinnt Schott Mainz diese Generalprobe mit 2:1. Am Mikrofon Trainer Jalcin mit seinem Fazit und einem kleinen Saisonausblick. Ja, eigentlich genau so. Ich denke, wir haben heute gegen einen sehr starken Gegner gespielt, der nächste Woche ja auch in die Runde startet. Wir haben ja nochmal eine Woche länger Zeit. Und ja, ich denke, dass das Ergebnis natürlich jetzt nicht zufriedenstellend ist, aber die Spielweise absolut. Wir haben vieles, was wir uns in der Trainingswoche erarbeitet haben, umgesetzt. Und das war für mich heute wichtig. Und da bin ich ganz stolz als Trainer, was die Jungs heute abgerufen haben, insbesondere im Spiel gegen den Ball. Ja, das Gesamtpaket eigentlich. Die Gespräche auch mit Patrick Ochs, die Philosophie, die der Verein verfolgt, die Philosophie, die ich selbst als Trainer verfolge. Und das passt einfach und wie gesagt, es galt ja am Anfang hier anzukommen, sich gegenseitig kennenzulernen. Diese Phase haben wir hinter uns gebracht und jetzt geht es einfach akribisch zu arbeiten. Ich denke, das wird sich auch noch in die Runde ziehen und ich bin generell ein optimistischer Mensch, der versucht, problemlösend zu arbeiten und im Endeffekt gilt es auch heute wieder, das Spiel gut zu analysieren und immer wieder akribisch zu arbeiten und das macht mich immer, ja, das stimmt mich immer optimistisch.
Für die Mainzer wird es dann schon am kommenden Samstag ernst. Gegen die TSG Balingen geht es in die neue Regionalliga-Saison.